Und da schwebt irgendwas. Ist das eine neue Fähigkeit? Ich weiß nicht. Oh shit, natürlich. Ich hätte mit dem Sprungangriff arbeiten müssen. Ich lasse ihn eine Kombo machen. Sprungangriff, Angriff, durchrollen. Oh, ich bin so dumm. Dass ich nicht daran gedacht habe. Okay, was ist das hier? Oh shit, wir haben seinen Hammer bekommen. Hammer of Unmaking, a slow but powerful weapon. Attacks cannot be interrupted. Hold it. Attack to release a powerful slam. Attack capable of destroying some walls. Also sind das jetzt doch besondere Wände? Your primary and secondary weapon share the same ability meter. It is important to toggle your ability activity wisely based on circumstances. Oh, wait. Ich kann nämlich hier oben die Fähigkeit verändern. Aber warte mal. So, jetzt kann ich den Hammer hier ausrüsten. Und ah, okay. Hiermit wechsle ich also die Waffe. Okay, anscheinend haben wir auch so eine Dreier-Kombo. Und wir haben irgendeine Fähigkeit. Ah, und damit kann ich jetzt diese Wände zerstören. Aber nur, wenn ich gedrückt halte. Aha, okay. Dann lass uns doch nochmal kurz zurückgehen mit dem Hammer. An der Leiter kann ich nicht die Waffe wechseln. Ah ja, hier unten war ja dunkel. Ich vergaß. Nur kurz speichern. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Dass der Boss nicht nochmal zurückkommt. Hihi. Ah, mir fällt gerade was auf. Okay, das ist nicht so eine Wand. Okay, und das gibt aber nicht die Range. Junge, das Ding ist sehr langsam. Ich glaube, ich gehe für dich lieber nochmal auf das Schwert über. Junge, hast es jetzt oder was? Kleine Drecksau. Ich hätte gerne mehr Tränke. Denn da unten war ja noch so eine Wand. Die habe ich ja. Ah, hier sind noch mehr davon. Ah, ich dachte, wir wären eigentlich erlöst. Aber ich glaube, hier war auch so ein. Genau. Okay, gib mir wieder das Schwert. Mit dem bin ich sicher. Okay, hier scheint nur ein Item zu sein. Oh shit, hier ist noch mehr. Oh, eine neue Rune! Was tut sie? Was tut sie? Increases the... Oh, lol. Perfekt. Oh mein Gott, gut, dass wir zurückgekommen sind. 15% mehr Ausdauer. Ey, da sage ich aber sowas von ja. Okay, wo ist die Olle? Ich hasse diesen Angriff, ne? Ich hasse diesen Angriff. Diesen dummen Sprintangriff. Diesen dummen, scheiß Sprintangriff. Der ist... Ich sollte einfach durchrollen. Ich weiß nicht, warum ich so dumm bin. Im Endeffekt, dieses Spiel besteht nur aus Rollen. Roll durch. Das ist, was du tun musst. Roll durch. Roll durch. Roll durch. Roll durch. Oder einfach durchgehen. Manchmal geht das auch. Oh, Level Up. Wir sind Level 10. Wir haben ein Lurkersblatt. Oh, Lurkersblatt hat doch irgendeine gute Fähigkeit. Was hat das nochmal gemacht? Ah, Mann. Trotz 15% mehr Ausdauer war ich out of Ausdauer. Okay, wir müssen ihn beide heiltränken jetzt, wenn wir hier runtergehen. Dann sollten wir eigentlich unser Zeug wieder bekommen. Ah, da liegt es ja schon. Give it to me, baby. Ah, danke. Junge, 8000 Sünde mittlerweile. Keine Ahnung, ob das viel ist oder nicht. Ja, guck mal. Einfach durch. What? Alter, was geht ab mit denen? Ich hätte gerne einen Ranged-Angriff. Was ist eigentlich dieses dritte? Dieser dritte Balken? Ach, das ist XP-Balken, ne? Genau. Junge. Den dritten Angriff kriegt man bei den Viechern einfach nicht durch. Oh shit, ich kann das nicht benutzen, wenn sie hier ist. Ja, man kriegt den dritten Angriff einfach nicht durch. Ja, komm mit runter. Leist mir mal Gesellschaft. Soll ich vielleicht doch nochmal mit dem Hammer probieren?
Weil ich glaube, wenn ich den aufgeladenen Schlag treffe, dann böllern wir damit doch ganz schön. Oh, wir haben unsere Sünde wieder. Oh, hör auf. Böse. Böse. Aber der aufgeschlagene Schlag hat doch Range. Aber ich glaube, nur wenn der Hammer oben links voll ist, kann das sein. Jetzt mache ich den Schlag, nichts passiert. Jetzt mache ich den Schlag. Aber trotzdem ist jetzt auch mein Schild leer, weil die Fähigkeiten dieselbe Ladeleiste haben. Okay, ich verstehe. Vielleicht sollten wir uns nochmal kurz Leben und den Heiltrank holen, danke. Aber was macht dann diese andere Fähigkeit, die wir auf den Händen hatten? Hat die auch irgendwas? Macht die irgendwas? Kann ich damit irgendwas machen? Ich weiß es nicht. So, wo war das denn jetzt? Hier rechts war es nicht. Komm mal her, McHammer. MC Hammer, what up? Hier unten war das auf jeden Fall irgendwo. Genau. Open? Oh, eine Tür. Die Tür ist verschlossen. Nice. Also, ich würde sagen, hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hinzukommen. Woher kriegen wir denn den Schlüssel? Warte mal, hier geht's nach oben weiter? Stimmt, da war noch so ein Aufzug. Den haben wir noch gar nicht benutzt, ne? Vielleicht müssen wir uns den Aufzug mal angucken. Wir waren da oben ja noch gar nicht, ne? Vielleicht haben wir übelst viel geskippt. Bin jetzt aber mal gespannt. Könnte ich hier runtergehen? Achso, ich werde hier rausgeschmissen. Oh, hier ist ja... Okay, hier ist immerhin ein Bone Dart. Oh, wait! Da kann man nach oben und nach unten. Das habe ich jetzt gesehen. Ho. Wer sieht, jetzt ist nur ein Pfeil nach oben. Und ich dachte mir so, ja gut, dann werde ich jetzt hier wieder runtergehen. Aber hier kann ich jetzt noch weiter nach... Okay, ich werde direkt nach oben gemacht. Okay. Bin jetzt ein bisschen verwirrt, warum. Aber gut, stopp. Hallo? Ich wäre da gerne ausgestiegen. Was habe ich getan? Werde ich jetzt zerquetscht? Ist denn da oben Stacheln? Okay, die Aufzugfahrt dauert mir ehrlich gesagt zu lange. Wo sind wir denn jetzt? Dieser Gang da ist einfach nur absolut nutzlos. Da kann ich nichts machen. War ich hier schon mal? Nee. Ist das, wo wir ursprünglich... Das ist, wo wir ursprünglich reingekommen sind, ne? Oh, yo. Da bin ich nur nach links gegangen. Ich hätte auch nach rechts gekonnt. Oh, und da unten links sind... Holy shit! Holy shit! Ich habe überhaupt nicht mit der Eulen gerechnet, ne? Oh mein Gott! Ich glaube, ich habe mich aus Versehen geheilt. Ja, wirklich aus Versehen. Okay. Dann würde ich sagen, ich wandere nochmal kurz nach da unten. Au, man kann hier also doch raus. Ich weiß nicht, warum ich hier gerade dran vorbeigefahren wurde. Ah, dann kommen wir hier raus. Okay, das ist eigentlich perfekt für uns. Da wollten wir nämlich auch noch hin. Hallo? Nee. Also pranken lasse ich mich nicht. Ihr seht zwar aus wie die im Hintergrund, aber das glaube ich euch nicht. Oh. Ihr seid echt nicht Gegner? Okay. Ich traue der Sache immer noch nicht. Ich habe das Gefühl, sobald ich hier vorbeigehe... Oder? Hallo? Hört ihr das?
Ich hatte gerade einen Herzschlag gehört, oder nicht? Ich höre hier doch einen Herzschlag. Eindeutig. Muss ich hier stehen bleiben und warten? Das ist doch eindeutig ein Herzschlag, oder bilde ich mir das jetzt ein? Nein, ich höre es, ich sehe es an der Soundkurve. Aber haben wir irgendein Item dabei? Warte mal, Item. Das heilt uns. Das hier ist im Endeffekt so eine einfache Pfeil, die man werfen kann. Heilung. Das gibt uns mehr Stamina, also mehr Ausdauerregeneration. Das hat uns ein bisschen Erfahrung gegeben, das hat man zum Leveln benutzt. Ability Cooldown ist auch uninteressant. Sinn ist auch uninteressant. Was ist mit den Reliquien? Achso, das sind ja nur die. Im Grimmoor steht auch nichts, ne? Die kennen wir ja alle. Ah, hier steht noch was über Narcos. Narcos revered as the father of the art of blacksmithing is said to... Moment. Narcos, revered as the father of the art of blacksmithing, is said to have come from foreign land. With unrivaled skill, it was he who was charged with the construction of sacred kilns when the filth first spread. Oh, shit! Also, er war so ziemlich der Vater, also der Beste wahrscheinlich einfach, was das Schmieden angeht. Er soll aus einem anderen Land kommen, irgendwo anders her. Und weil es einfach niemanden gab, der auch noch ansatzweise so gut war wie er, hat er diese ganzen Leuchtfeuer hier gebaut, bei denen wir uns immer heilen und so weiter. Als dieser ganze Scheiß hier losging. Ja, ich würde hier sehr gerne Dinge tun, aber das Einzige, was ich mir noch vorstellen kann, ist halt... Oh shit, das hat funktioniert. Konnte man irgendwie sehen, dass sich der Boden bewegt, wenn man da drauf läuft? Nee, ne? Sinner's Heart. Holy shit, ich bin gerade voll verwirrt, dass das funktioniert hat. Sinner's Heart is a youthful heart, grants a single atonement. Ich habe keine Ahnung, was dieses Wort auf Deutsch heißt. Das muss ich nachher mal googeln. Atonement. Vielleicht blende ich es euch als Untertitel ein. Kann ich irgendwie auf diese Zwischenebene? Nee, ne? Nee, ich komme hier überhaupt nicht raus. Okay. Ja. Wie soll ich das jetzt überleben? Hier, mein Arsch ins Gesicht. Ach ja, rollen. Für Dingens. Ja, genau. Burn, rollen. Okay, wir wollen ja weiter nach links, ne? Genau, weil da ist ja noch irgendwas. Oh Gott, wir haben schon wieder gar keine Heilung. Ist da noch ein Leuchtfeuer? Nein, natürlich nicht. Hier waren aber noch mehr von den Viechern, das weiß ich ganz genau. Oh shit, den habe ich gar nicht gekillt. Ich dachte, ich hätte. Hallo. Wie geht's so? Ich bin nur auf der Durchreise. Haha, hi. Okay. Alles gut. Kein Grund auszurasten. Alles gut, okay. Wir können alle Freunde sein. Könnten Sie sich bitte verpissen, Madam? Ich habe hier ein Date mit diesem wunderschönen jungen Herrn. Und Sie müssen wieder alles kaputt machen. Nein! Okay, hat funktioniert.
Es war nicht beabsichtigt, aber es hat funktioniert. Ach, genau! Oh, warte mal. Wenn wir damit Wände kaputt machen können, ne? Nur so in der Theorie. Oh, shit, es hat funktioniert. Oh, shit. Jetzt muss ich gegen die kämpfen? Okay, ich habe nicht viel Leben, mein Freund. Ist hier ein Leuchtfeuer? Nein. Okay, Brudi. Plan? Du freundlich, ich freundlich, wir alle Freunde? Warum hast du so viel Leben? Bitte? Hi, hehe. Warum ist dein Blut weiß? Alles andere Blut war doch immer rot. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wir warten auf... Wir warten auf den Schild. Pussy Mode. Okay, ich hab ihn, glaube ich. Nein! Oh, war das close. Okay, wir haben einen neuen Eintrag über die. Seneedle shielded. In time some Seneedles showed signs of concussionness. Through developed thought, they appeared to mimic the existence of their creator. Okay, das verstehe ich nicht. Also ich verstehe ungefähr, was es mir sagen will, aber ich verstehe nicht, was es bedeuten soll. Ich hab's kommen sehen, ich hab noch versucht, die Leiter zu benutzen, aber... Keine Chance. Wo sind wir jetzt? Schön. So, hi. Was geht? Alles easy? Oh, Brudi. Nochmal die Frage. Wir können auch... Oh, shit, reden. Ich glaube, ich gehe gleich übrigens erstmal nach unten. Aus Gründen. Vielleicht, weil ich da oben nicht mehr hin möchte. Vielleicht, weil es da unten KFC gibt. Man weiß es nicht. Hi. Danke. Okay, noch mehr Lurker. Rollen, 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 rollen! Heilen. Scheiße. Jetzt kill sie doch, Junge. Okay, hier geht's weiter in beide Richtungen, ne? Leuchtfeuer? Nein. Leuchtfeuer? Nein. Warum? Hallo? Jemand zu Hause? Oh, wir sind woanders. Thronbell. Okay. Sieht sehr dornig aus hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier noch nicht weiterkommen. Aber bestimmt kann ich da mit einem Sprungangriff drüber. Oder? Oh, hat nicht funktioniert. Das wundert mich jetzt aber. Sorry, der musste jetzt sein. Und wieder dahin laufen. Yay! Ich hoffe, wir kriegen unsere Sünde zurück, sonst hasse ich mich. Falls ihr euch übrigens... Oh shit, der Typ ist ja wieder da. Falls ihr euch übrigens berechtigterweise fragt, wie schafft der Typ es jetzt eigentlich da, ohne übelst aufs Maul zu bekommen, durchzugehen auf einmal? Der Trick ist, ich renne einfach an allen vorbei. Das ist echt der Trick. Oh, Vorsicht. Oh shit, der kann ja den. Oh shit, das hab ich ganz vergessen. Oh shit, der kann mich ja treffen. Das habe ich ganz vergessen. Pass auf. Sprungangriff, Rolle. Sprungangriff, Rolle. Get wrecked. So, ich würde halt sehr, sehr gerne, muss ich zugeben. Oh. Brudi? Wieso kannst du da in die Wand und ich nicht? Mal so als Frage?